Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das IKEA-beste Schubladendrucksystem einbauen und somit natürlich auch die Schubladenschienen richtig einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diese Schublade schon mal richtig aufgebaut und nun möchte ich natürlich auch noch mein Schienendrucksystem richtig anbringen. Hierfür sollten wir natürlich zuerst einmal alle Bauteile uns ordentlich auspacken und auf den Boden legen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Zuerst einmal müssen wir trotzdem in die Anleitung reinschauen, da meine Schublade die große Front hat, müssen wir uns nämlich jetzt auch nach diesen Lochabständen hier richten, wenn wir mehrere Schienen übereinander einbauen möchten. Bei kleinen schaut es natürlich etwas anders aus, doch in meinem Fall ist das relativ egal, da ich die erste Schublade zum Zeigen jetzt auch ganz unten mal bei dem ersten Loch auch anbringen werde. Hierfür müssen wir pro Schiene zwei so kurze Schrauben mit dem relativ großen Kopf reindrehen und die Schienen müssen natürlich auch noch richtig rum angebracht werden. Am besten erkennt man das wirklich an diesem Haken hier hinten, denn der muss auch unbedingt nach hinten zeigen. Entweder wir verwenden jetzt übrigens einen Schraubendreher oder wie in meinem Fall können wir natürlich auch einen Akkuschrauber verwenden, den ich für den Möbelaufbau gerne auf das Drehmoment Stufe 5 stelle. Bedeutet, dann sind alle Schrauben auch gleichmäßig stark angezogen. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel natürlich auch. Im nächsten Schritt müssen wir beide Schienen mal ausfahren. Hierfür diese einfach etwas nach hinten drücken, dann kommen sie auch schon von alleine, nämlich nach vorne. Und dann geht es darum, dass wir diese zwei schwarzen Stäbchen einmal zusammenstecken. Hierfür haben wir noch so einen kleinen speziellen Verbinder dabei. Bedeutet, den gebe ich einfach mal hier drauf und natürlich auch in das andere Stäbchen hinein. Und dann müssen wir, wenn diese wirklich ordentlich zusammen sind, hier hinten noch richtig einsetzen. Da haben wir nämlich bei beiden Schienen so ein kleines Gegenstück. Bedeutet, ich nehme einfach mal meinen schwarzen Stab und den muss ich jetzt von hier oben auch nach unten reindrücken, bis er klickt. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder und danach können wir auch schon unseren Schubladenkorpus mal richtig einsetzen. Hierbei müssen wir nur darauf achten, dass auf der Rückseite von unserer Schublade dieses Loch auch genau in diesen Haken hier auf beiden Seiten der Schienen richtig reinpasst. Und das geht normalerweise am leichtesten, wenn wir unsere Schublade einfach mal schief auf die zwei Schienen draufsetzen, dass die auch schon eine leichte Führung haben. Und dann gehe ich mal mit der Hand her, was man in der Kamera leider schlecht zeigen kann, und schiebe jetzt den Haken von hinten mal in diese entsprechenden beiden Löcher hinein. Vorne muss ich dann nur schauen, dass dieses weiße Plastikbauteil auf jeden Fall zu meiner Front hin geöffnet ist. Und wenn ich das vorne dann nämlich auch ganz einfach nach unten plumpsen lasse, sollte hier dieser Haken auch nochmal in unsere Schublade hineingehen. Und danach können wir es auch sichern, indem wir dieses weiße Plastikbauteil mal nach hinten drücken. Auch auf der anderen Seite müssen wir unsere Sicherung einmal wieder einklipsen und wir können die Schublade auch schon final einstellen. Zuerst einmal sollten wir uns um die richtige Höhe kümmern. Diese können wir nämlich einzeln auf beiden Seiten einstellen und normalerweise erkennt man das am besten, wenn man zum Beispiel mehrere Schubladen übereinander hat und der Spalt auf einer Seite zum Beispiel etwas größer ist als auf der anderen Seite. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass meine rechte Seite zum Beispiel etwas zu weit unten ist und die möchte ich jetzt natürlich auch etwas nach oben bringen. Hierfür den Schrank bitte ganz normal stehen lassen. Ich habe ihn jetzt einfach mal gedreht, dass man auch besser hinschauen kann. Denn auf der Innenseite von unseren Schienen haben wir jeweils so einen Flügel, den ich jetzt entweder etwas drehen kann, wodurch auch der Abstand von meiner Schublade zur Schiene größer wird und somit die Schublade auf dieser Seite natürlich auch etwas weiter nach oben geht. Und wenn ich das Ganze aber wieder in die andere Richtung drehe, dann wird mein Abstand wieder kleiner und die Schublade kommt natürlich auch wieder etwas weiter nach unten. Damit unser Drucksystem optimal funktioniert, sollen wir laut IKEA auch noch einen speziellen Abstand zwischen unserem bester Schrank und der Rückseite von unserer Front haben. Normalerweise sollte dieser mindestens 3,5 mm betragen, bei mir ist jetzt zum Beispiel etwas über 5 mm und ich schaue natürlich auch, dass dieser Abstand bitte auf der anderen Seite genauso groß ist, denn da sollten wir unbedingt darauf achten, nicht, dass man auf einer Seite etwas stärker drücken müsste, dass diese Schublade auch aufgeht. Falls du diesen Abstand übrigens auf einer bzw. auf beiden Seiten einstellen musst, dann haben wir unter dieser Schublade auch unser spezielles Drucksystem. Bedeutet, da kann ich einfach mal jetzt in eine Richtung drehen und wir sehen auch schon den Dorn hier vorne, der geht etwas weiter raus. Bedeutet, der Abstand wird größer oder ich drehe natürlich an diesem Rädchen genau in die andere Richtung. Dann geht mein Dorn auch wieder etwas weiter rein und der Abstand wird kleiner. Und somit haben wir jetzt auch schon beim IKEA bester Modell die Schublade mit dem Drucksystem richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen bester Schrank in den verschiedensten Varianten, so einen Schubladenkorpus oder natürlich auch die passenden Schienen dazu zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.